Oh mein Gott, was ist da das, Alter? GG. Holy Macaroni. Komm, wir gehen Double Sniper, Leute. Wir machen heute Double Sniper Action. Alter Vater, die wollen mich doch komplett verarschen, die Gegner hier gerade. Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. Wir spielen heute Fortnite Battle Royale und zwar einen Singleplayer, oder beziehungsweise nicht Singleplayer, einen Solo-Modus. Und ja, Leute, ihr seht schon, es ist einiges anders hier, denn es kam ein riesengroßes Winter-Weihnachts-Wunder-Update. Und zwar habe ich schon den ersten Sieg bekommen und mir den ersten Sieg geholt und dafür diesen wunderschönen Schneeschirm bekommen. Oder beziehungsweise Regenschirm mit Schneemuster. Und ja, Leute, es gibt richtig, richtig, richtig viele Änderungen. Oder beziehungsweise das Spiel betreffend jetzt nicht so krass viele Änderungen. Also es ist jetzt nicht so, dass einer ist in meiner Garage. Klingt komisch. Ist aber so. Oder doch nicht. Oh, dann hat irgendjemand das Auto gehittet, aber ist nicht hier reingekommen. Auf jeden Fall, es gab ein paar Änderungen, was so Level-System betrifft. Es gibt jetzt nur ein Season Pass, oder beziehungsweise ein Battle Pass. Es ist sozusagen eine Season, wo man leveln kann und dann bekommt man Belohnungen. Und umso höher man ist, umso geilere Sachen bekommt man. Man bekommt verschiedene Skins und so weiter und so fort. Aber Leute, wenn ihr Bock habt, dass ich das mal ausführlich erkläre, damit ich euch mal das, den Battle Pass zeige, was man da alles bekommt und ob sich das lohnt, den zu holen und so weiter und so fort, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare oder lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, keine Ahnung, wenn wir ein paar Likes auf das Video bekommen und ein paar Mal in die Kommentare steht, dann werde ich auf jeden Fall mal so ein kleines ausführliches Video machen und euch alles zeigen, was man im Battle Pass bekommt und so weiter und so fort, Leute. Ja, ich würde sagen, wir gehen direkt hier weiter in meine Looting-Route. Da vorne ist jemand. Nice one, GG. Und Leute, ich bin so hyped auf dieses Game. Ich habe so viel Spaß. Das glaubt ihr nicht, ne? Ohne Spaß, ich feiere dieses Spiel enorm. So richtig enorm, Leute. Ich halte mal kurz meine Schnauze, um zu hören, ob da oben eine Kiste ist. Aber habe ich jetzt trotzdem nicht gehört. Okay, da war keine. Deswegen habe ich keine Kiste gehört. Das macht Sinn, auf jeden Fall. Ja, Leute. Ich bin auf jeden Fall hyped, Leute. Keine Ahnung. Ich habe lange nicht ein Spiel so gefeiert wie dieses Game. Es ist nicht normal, Leute. Das ist nicht normal. Ihr seht es wahrscheinlich auch an meinen Livestreams. Ich streame immer Montag bis Freitag. So ab 15 Uhr ungefähr für ein paar Stunden auf meinem YouTube-Channel. Wahrscheinlich, wenn das Video hier heute gekommen ist, habe ich wahrscheinlich gerade eben irgendwie so 4-5 Stunden gestreamt, Leute. Deswegen habe ich vielleicht schon noch mehr Sachen und noch bessere Sachen nach dem Stream, weil im Stream schwitzen wir natürlich rein, da wird ein bisschen gegrindet, wird ein bisschen Level geholt und so weiter und so fort. Deswegen kann sein, dass ich nach diesem Stream noch bessere Sachen habe, wie ich jetzt habe. Ich habe mir auch noch zusätzlich diesen roten Ritter-Skin hier gegönnt. Und die ganze Season schaut so aus, als ob die so ein bisschen Thema Ritter hat. Weil es gibt sau die vielen Ritter-Skins in diesem Battle Pass. Und den besten Skin bekommt man natürlich, wenn man Level 70 ist. Und dann hat man den Black Knight, den schwarzen Ritter, Leute. Und der schaut einfach so enorm nice aus. Ich habe so Bock auf diesen Skin. Deswegen werde ich so hart reinschwitzen, dass ich diesen Skin bekomme. Aber wurscht, Leute. Ihr könnt ja mal mir in die Kommentare schreiben, ob ihr schon das gedownloadet habt, das Update. Und was ihr am meisten feiert an dem Update. Ich finde auch die Büsche geil, Leute. Schaut euch diese Büsche an. Ist mega geil. So, warte, ich muss mir ein bisschen hören, Leute. Ich habe echt gerade ein bisschen Schiss. Ein bisschen Paranoia. Schaut so aus, als ob hier noch keiner gewesen ist. Keine Chest hier oben, leider. Dann schauen wir hier mal unten rein. Okay, da ist eine Chest. Kommt bitte eine Sniper. Ah, schade. Okay, wir nehmen das und das war's. Oh, eine Sniper wäre so schön. Ich habe schon... Da ist jemand. Nice one. GG. Hat der irgendwas Gutes gehabt? Eine Shotgun. Oh, bei mir klingelt es, Leute. Ah, mein Mitbewohner ist da, Leute. Kein Stress. So. Mega gut, Leute. Es ist mega gut, wenn man nicht alleine wohnt. Weil, keine Ahnung, wenn die Post kommt oder so, dann ist immer jemand da, der die Post aufmachen kann. Oder beziehungsweise die Post holen kann. Vor allem als YouTuber. Da ist jemand. Ich habe die Tür gehört.
Okay. Ich glaube, er ist hier unten raus. Oh, shit. Von wo? Von wo? Scheiß Baum, Alter. Ich habe nicht gesehen, wo er ist. Hinter mir. Oh, er kommt. Er hat ein bisschen Falldamage bekommen. Fuck, 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 fuck. Scheiße, Leute. Ich will nicht verlieren gegen ihn. So, wo ist er jetzt? Nice one, GG. Holy Macaroni, er hat nicht gecheckt, dass ich über ihm bin. Oh mein Gott. Okay, danke für deine Sniper, Mann. Richtig großes Dankeschön. Dann nehme ich noch die Rifle hier mit. Perfekt. Optimal, Leute. So muss es laufen. Da hinten ist ein Airdrop. Ja, Mann, lass da mal hingehen. Leute, ich finde das Weihnachtsupdate mega geil. In jeder größeren Stadt gibt es auch einen Weihnachtsbaum. Und unter diesem Weihnachtsbaum sind extra Kisten. Also, Leute, da vorne seht ihr einen. Unter diesem Weihnachtsbaum sind nochmal zwei, drei Kisten oder so. Mega geil auf jeden Fall. Schaut, da steht eine jetzt. Also, da können eine bis drei Kisten sein, so als Weihnachtsgeschenke. Und ich feiere es einfach, dass Epic Games so hinter dem Game ist und immer versucht, irgendwelche neuen Updates zu bringen. Und vor allem, es ist halt einfach komplett kostenlos, Leute, müsst ihr wissen. Dieses Spiel ist komplett free to play, kostenlos. Und das ist schon crazy, Leute. Das finde ich wirklich, wirklich crazy, dass die so hinter dem Game hinterher sind. Nicht so wie bei, keine Ahnung, anderen Spieleherstellern, wie jetzt zum Beispiel Call of Duty oder so. Die hauen ein Spiel raus und scheißen dann drauf, so ob es irgendwie weitergeht oder so. Und das feiere ich halt richtig bei diesem Spiel hier. Leute, ich baue mal. Oh, shit. Ja, okay, egal. Gehen wir hier nach oben. So, einmal. Hallo, ist jemand da? Ich hoffe nicht. Zweimal. Ja, okay, ich habe mir schon gedacht, dass es hängen bleibt. Da vorne, Leute, schon Airdrop. Mega geil. Es ist einfach ein riesen Ballon mit Geschenk drauf. Und Leute, ihr seht, den Busch haben sie verbessert. Wenn man jetzt hier im Busch sniped, dann kann man hier besser durchgucken. Das finde ich auch ganz cool, dass sie das so gemacht haben, weil vorher war es so, du warst im Busch gesessen, hast gesniped und dann hast du nichts gesehen, weil die Blätter vor deinem Gesicht waren. Erleichtert es jetzt natürlich den Buschcampern ein bisschen zu chillen. Aber ich feiere es, Leute. Ich feiere es. Einfach nur, weil es neu ist, Leute. Ich feiere es einfach nur, weil es neu ist. Kann ich hier drin sitzen? Nein! Okay, scheiße. Da ist jemand dran. Oh, nice one, GG. Der wollte mich gerade snipen, Alter. Okay, Leute, wir holen uns den. Oh nein, irgendjemand sniped auf mich. Ich weiß nicht von wo. Wir holen uns ganz schnell den Loot. So, von wo, von wo, von wo? Ja, okay, Leute, scheiß drauf. Wir haben ein bisschen Zeit. Wir haben Zeit, Leute. Macht keinen Sinn, hier so uns zu beeilen. Ist ja kein Stress, dass hier jemand auf mich schießt oder so. Okay, hallo. Jemand da? Aber. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, ich habe ein Problem. Oh mein Gott, was war das denn? Fuck, 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 fuck. Irgendjemand schießt hier. Okay, scheiße, scheiße, Leute. Wir haben ein Problem. Hi, Bro. Oh, scheiße. Oh mein Gott, was ist los? 7 Schaden mit der Shotgun. Okay, wir hauen uns erstmal Medi rein. Oh mein Gott. Leute, was war da denn los jetzt? Wie viel Glück hatte ich an dieser Stelle hier? Ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wie viel Glück ich gerade hatte. Aber ich hatte enorm viel Glück. So, ich baue mich kurz ein.
Holy Macaroni, Alter. Was ist das denn? Okay, Leute, wir haben 6 Kills. Schaut relativ gut aus gerade. So, wir machen das mal kurz weg. Ich schau mal, ob ich noch irgendwas gebrauchen kann von hier. So Nades oder sowas. Weil die Border kommt auch schon gerade. Haben wir irgendwas Gutes hier noch? Oh Gott. Irgendjemand sniped auf mich, glaube ich. Okay, Leute, wir gehen mal weiter. Oh mein Gott, was ist da das, Alter? GG. Holy Macaroni. Komm, wir gehen Double Sniper, Leute. Wir machen heute Double Sniper Action. Alter Vater, die wollen mich doch komplett verarschen, die Gegner hier gerade. Ohne Scheiß. Einer nach dem anderen kommt hier ran und hat hier ein Problem mit mir. Könnt ihr bitte aufhören, mich zu targeten oder so? Das wäre sehr schön. Oh shit. Okay, Leute, wir machen jetzt Double Sniper Action. Finde ich persönlich relativ nice, weil du einfach zweimal schön hintereinander reinsnipen kannst. So, ich laufe mal kurz hier rum. Vielleicht snipet er nochmal auf mich. Oh, ja, okay. Ah, da vorne ist er. Hinter diesen Steinen. Komm, zeig dich. Leute, gleich Double Sniper Action. Ich tue mal so, als ob ich ihn nicht gesehen habe. Da. Ah, schade. Schade, schade. Aber es ist mega gut, Leute. Man kann einfach direkt zweimal hintereinander snipen. Oh nein. Habe ich die nicht nachgeladen? Oh, scheiße, ich habe die zweite nicht nachgeladen. Okay, schauen wir mal. Ja, Tom. Was macht der denn, Alter? Komm, geh weiter, ey. Ich weiß nicht, was der Typ da unten vorhat. Keine Ahnung. Ah, ist wurscht. Da hinten ist gerade ein Airdrop runter. Ich weiß nicht, ob den jemand schon aufgemacht hat gerade. Kein Plan, was der da vorhat. Wir haben auf jeden Fall genug Sniper-Ammo, um hier ein bisschen was zu reißen. Ich würde gern höher bauen, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt, ne? Ich habe Schiss, dass ich dann gleich verschieben muss und dann kein Material mehr habe. Und mit Holz habe ich keinen Bock zu bauen. Deswegen, wir chillen erstmal ein bisschen. Okay, Leute, ich muss verschieben. Schade, kein Launchpad oder Jumppad. So, wir laufen am Rand vom Kreis entlang. Ich schaue noch kurz, ob hier oben jemand ist. Aber ich würde sagen, wir laufen am Kreis entlang, am Rand. Weil ich denke, da sind wir am sichersten. Dann wissen wir, dass von hinten keiner kommt und alles easy cheesy. So. Hallo. Jemand da? Bitte, ihr seht mich nicht, okay? Ich habe gerade ein Abo bekommen. Dankeschön, Leute. Falls ihr noch nicht abonniert habt, meinen Channel, dann könnt ihr es natürlich tun. Wenn ihr mehr Fortnite sehen wollt, wenn ihr mehr Fortnite feiert und wenn ihr auch mal Streams sehen wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall abonnieren und vielleicht den einen oder anderen Daumen nach oben da lassen. Ja, okay, Daumen nach oben da lassen nicht, aber ein Abo wäre natürlich fein, Leute. Ich habe bei OBS, habe ich es immer noch nicht ausgestellt, dass da die Abos kommen, wenn ich gerade aufnehme. Das ist ein bisschen blöd. Aber egal, vielleicht habt ihr irgendwann das Glück. Und ihr seid die Benachrichtigung in meiner Aufnahme. Also falls ihr jetzt abonniert, vielleicht nehme ich ja genau jetzt in dem Moment auf. Und dann ist es euer Yay. Euer Yay kommt dann dran. Und dann könnt ihr euch auch freuen. So, Yay, ich war's dran. Yay. Okay, hallo. Es leben noch 7 Spieler. Aber ich habe noch keinen gesehen. Das ist ein bisschen seltsam, Leute. Das ist ein bisschen sehr seltsam. Okay, ich habe alles nachgeladen. Oh, fuck. Okay, fuck. Nice one, GG. Leute, Leute, Leute. Was glaubt der, wer er ist, ey? Ohne Spaß. Aber das, ohne Scheiß, das ist die beste Taktik, wie ich gemerkt habe. Sich einfach einbauen, wenn jemand mit der Shotgun auf einen losgeht. Und dann im Kreis bauen. Und dann, ihr habt ja gesehen, ich war so. Und er hatte keine Ahnung, was er machen sollte. Das ist so eine gute Taktik, Leute. Ohne Scheiß. Danke für deine Ressourcen noch an der Stelle mal an den Typen. Und wir haben einen Rocket Launcher. Ich gehe jetzt mal weg von der Double Sniper Action. Oh Gott.
Nice one, GG an dich. Ihr habt's gesehen, einbauen ist der Shit, Alter, ohne Spaß. Okay, 4 Spieler noch. Ich muss eh verschieben, ich gönne mir mal kurz seine Sachen. Dankeschön dafür, Dankeschön dafür, danke für deine Rockets. Perfekt, oh mein Gott, richtig, richtig gut. Ich habe leider nicht so viel. Ich würde gerne auf die Scheune oben drauf, Leute. Ich glaube, ich mache das sogar. Ich habe leider nicht so viel. Oh Gott, Leute, ich kann nicht reden. Ich muss mich konzentrieren, ey. Das ist so schlimm. So viel Stein, wollte ich sagen. So viel Ressourcen. Aber ist egal. Oh, bin ich dumm. Oh, bin ich dumm. Okay, da bin ich noch nicht eingebaut. Okay. Okay, warte, wir müssen kurz das verschieben. Ich weiß immer nicht, wie das geht. Okay, so. Oh, scheiße, jetzt bin ich durchgefallen. Oh, was ist das für ein Scheiß, Leute? Ohne Spaß. Ich hasse das Building-System manchmal. Vor allem, wenn man zu schnell baut und sich dann verbaut, dann braucht es erstmal ein Jahr, bis man wieder alles gefixt hat. Aber schaut jetzt gut aus, Leute. Ich bin gut dabei. Es leben noch 4 Spieler. Vielleicht kann ich ja noch jemanden snipen. Wir haben 9 Kills bis jetzt. Kann man ja machen, ne? Muss man aber nicht. Und wir haben noch relativ viel Schild, das ist auch nicht schlecht. Jetzt halt die Frage, wo die sind. Komm, zeigt euch, Leute. Zeigt euch, wenn ihr euch traut. Ah, wie ich schon wieder mit dieser Taktik den Shotgun-Fight überlebt habe, Leute. Wäre ich jetzt direkt mit der Shotgun draufgesprungen, ich werde jetzt so viel mehr Damage bekommen. Und direkt mit einbauen, beste Taktik ohne Spaß. Da vorne war jemand. Der muss da gleich links rauskommen. Ja. Hi, Bro. Oh, scheiße. Leider nicht tot, aber wir hauen mal eine Rocket rein. Vielleicht stirbt er am Splash Damage. Nope, leider nicht. Okay. Ich muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass mich irgendjemand wegsnipt von irgendwo. Da kommt jemand. Ist da nicht jemand gerade? Ist jemand unter mir? Das ist schon mal safe. Ist da nicht gerade jemand gerannt, Alter? Es ist sowas von safe jemand da drin. Okay, anscheinend doch nicht. Ich weiß nicht, ob der Typ noch da vorne ist. Ich gehe mal kurz auf Metall, dann habe ich da noch ein bisschen was. Vielleicht ist er auch da. Okay, nee, da ist keiner. Leute, wie ich immer in Real Life auch zur Seite schaue, das ist immer so lustig. Ich schaue immer so und so, wenn ich irgendwo vorbeigucke. Ist der noch da hinten? Das ist die andere Frage. 24 habe ich ja noch. Safe ist der da hinter den Steinen. Oder beziehungsweise hinter diesem kleinen Hügel. Aber ich bin hier noch relativ gut im Border, also von daher ist alles chillig. Es könnte aber spannend werden. Es leben noch 3 Spieler. Ich glaube, einer ist safe unter mir. Und ein anderer ist da vorne irgendwo. Da ist er. Oh, schade. Komm, zeig dich nochmal ganz kurz. Puh, das war close. Ich hau mal eine Rocket hin. Oh Gott, Alter, ich muss so aufpassen. Ich mach mal kurz hier das hier. Dann kann ich nämlich von jeder Seite schießen und er weiß nicht, von wo ich komme. Oh, er kommt. Ach komm! Okay, dreimal getroffen. No way, jetzt ist er unter mir. Ah, Leute, was mache ich jetzt am besten? Okay, fuck, der ist da vorne. Oh Gott, Leute, ich kann nicht bauen. Ich bin zu aufgeregt. Oh
Oh mein Gott, das war der letzte. Als ob, Mann. Fixes GG, Leute. Was für eine Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommis, was euch am besten am Update gefällt. Und wenn ihr mal ein ausführliches Tutorial oder beziehungsweise eine ausführliche Vorstellungsrunde haben wollt vom Battle Pass und den ganzen Skins und so, dann schreibt es mir auch mal gerne rein und lasst einen Daumen nach oben da. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge Fortnite und tschüss.